Hey, was geht, Leute? Juri hier und das ist die OH Beta. Und heute erzähle ich euch ein paar Eindrücke von mir, die ich über das Game so habe. Ich habe mal eingeschaltet, habe mal direkt einfach losgelegt, ohne irgendwelche Tutorials oder sonstigen, und habe mal zufällig direkt mal den schwierigsten Charakter genommen. Also, die Charaktere haben da immer so eine Schwierigkeitsstufe, das kann man dann später halt im Menü sehen und so Zeugs bei Heldeninfo. Und ich habe halt nicht drauf geschaut, einfach mal direkt ausgesucht und habe mal den schwierigsten genommen mit 3 Sternen. Das ist der hier, den ich gerade spiele, mit den Wurfsternen. Also ich habe da am Anfang nicht ganz kapiert, was ich machen muss. Deswegen bin ich auch andauernd verreckt. Ja, hier, der hat nämlich irgendwie so Wurfsterne. Und man kann entweder so 3 werfen oder 1. Und dann hat er irgendwie so einen Boost oder irgendwie sowas, aber mit dem man auch irgendwie Schaden macht. Ja, so ganz kapiert habe ich es nicht, erst später. Und ja, ich habe das einfach mal probiert. Und ja, man kann nicht zielen, anvisieren oder sonst irgendwas. Das geht alles so aus der Hüfte aus. Und ja, das Aiming ist eigentlich ganz gut. Also man muss nicht wirklich viel umstellen von Anfang an. Man kann halt später natürlich noch anpassen, je nachdem, welche Charaktere man gerne spielt und so. Ja, dann, ich habe dann diesen Ninja gespielt und ja, der hat mich nicht getaugt. Dann habe ich mir gedacht, nur ich nehme ich mal einen anderen und habe direkt mal noch einen schwierigen genommen. Das ist nämlich der Tracer aus dem Trailer. Und die kann so sich so kurz teleportieren, sage ich mal. Also die hat so einen Boost oder was. Also man kann seitlich, rechts, links, egal welche Richtung die ihr wollt, habt ihr 3 Schübe und die laden sich mit der Zeit auf. Also 3 Sekunden. Ihr habt 3 Schübe, das heißt, ihr könnt entweder 3 Mal schnell hintereinander boosten und dann immer wieder aufladen. Oder halt einen machen, dann lädt sich wieder auf, nochmal machen und wenn es drauf ankommt, dann 3 schnell hintereinander. Und die kann halt die Zeit zurückdrehen. Das macht Sinn, wenn man angefrackt wird und halt Leben verloren hat, dann sollte man ganz schnell auf Zeit zurückdrehen drücken, weil dann wird man 2 Sekunden später, so wie hier, teleportiert und hat sein Leben wieder zurück sozusagen. Ja, am Anfang habe ich gar nicht kapiert, wie mit dieser Scheiße funktioniert. Dann habe ich einfach mal mir gedacht, nö, das mache ich jetzt nicht so weiter und habe dann mal das Tutorial gestartet. Im Tutorial spielt man da so einen ganz einfachen Soldier und der kann nur schießen, Raketen abfeuern und schnell laufen. Aber eigentlich so ganz co coole Fähigkeiten und zum Anfang, zum Testen hat es mir voll getaugt. Ich habe mal dann den Soldier gespielt und ja, ganz gute Serien damit halt gehabt und alles. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen mit Leuten unterhalten, die halt die Beta schon ein bisschen länger spielen. Die haben mir dann so erzählt, was da so für Klassen gibt, halt Defender, Angriff und Support und lauter so Zeugs. Heiler gibt es hier. Wobei Soldier auch ganz geil ist, der hat nämlich selbst so eine Heilungsgranate oder was, die schmeißt er hin und aktiviert so ein Feld, wo wenn ihr und eure Teammates drin steht, dann kriegt ihr Heilung. Ja, das ist ganz cool, könnt ihr dann später sehen. Ich habe dann Heiler gespielt, also nachdem ich dann gehört habe, dass es Supporter-Klasse gibt, weil ich spiele irgendwie gerne Supporter, weiß nicht. Und nachdem ich dann so ein paar Supporter-Klassen gespielt habe, fand ich die Mercy ganz geil. Das ist die, die mit so einem Stab rumrennt und halt die Gegner entweder buffen, sprich also mehr Damage geben kann, oder heilen. Also die schießt da so einen Strahl und ihr könnt euch zu den Gegnern so hinschweben und so ein Zeug. Das ist ganz cool, das hat mir echt Spaß gemacht. Und das Spiel ist sehr teambasiert. Also man könnte meinen, ja, das ist einfach nur irgendwie so ein Casual-Spiel, weil wegen der Grafik und so, dass man da einfach reingeht, ein bisschen rumballert, dies, das und so. Aber dem ist halt überhaupt nicht so. Man muss halt wirklich als Team zusammenspielen. Man kann auch nicht irgendwie einfach, ja, ich sag mal, dreimal die gleiche Klasse auswählen und dann hoffen, dass man gewinnt. Also das geht gar nicht, weil wenn ihr zum Beispiel dreimal irgendwie einen Angreifer nimmt, der kaum Leben hat und gar keine Verteidigungsskills hat und nichts zum Pushen oder so, dann werdet ihr auch gar nicht gewinnen. Ihr werdet gar nicht zum Punkt kommen können, weil die werden euch einfach dauernd wegsnipen, wegnatzen mit irgendwas. Also da muss man schon echt gut ausgewogen das Team wählen. Das Spiel gibt auch Tipps. Ich weiß nicht, ob man die Tipps ausschalten kann oder das nur bei Beta ist oder wie auch immer. Aber das Game gibt auch Tipps, wenn ihr zum Beispiel die Runde startet und bei der Charakterauswahl seid. Dann sagt das Game zum Beispiel, hey, pass auf, das ist nicht genügend Defender oder nicht genügend Supporterklassen, nicht genügend Schaden im Team, weil ihr, keine Ahnung, irgendwie zu schwache Gegner genommen habt, die einfach nur defensiv spielen
und solche Sachen. Also das Game gibt euch schon ein paar Tipps, aber wenn ihr zum Beispiel zu 6 spielt, dann habt ihr ja eure Charaktere, sage ich mal, schon mal gefunden und könnt als Team zusammenspielen, denn wirklich als Team zusammenspielen ist der Schlüssel hier, weil man muss halt im richtigen Moment pushen, angreifen, verteidigen, die ganzen Skills einsetzen und so. Und wenn das Team halt echt scheiße zusammenspielt, dann kommen sie aus dem Spawn gar nicht raus. Das ist echt heftig. Ja, deswegen gefällt mir das, dass es halt auch wirklich teambasiert ist. Ja, nachdem ich die Heiler-Klasse gespielt habe, ich konnte einfach nicht davon wegkommen und habe halt die ganze Zeit diese Heiler-Klasse gespielt mit ein paar Freunden. Und das hat echt Spaß gemacht zu sehen, wie die Gegner einfach nicht durchkommen, weil du die ganze Zeit deine Teammates heilst und so. Man bekommt auch dann Assists, also es ist nicht so, dass man gar nicht belohnt wird dafür, dass man halt die ganze Zeit irgendwie Leute heilt oder den Unterschied, weil mit der Pistole, diese Sekundärpistole, kann man halt nicht wirklich viel anfangen, mit der da man ausgestattet ist. Die ist schon ganz cool irgendwie, teilweise, manchmal. Aber oft reiße ich halt keine Kills damit. Also wenn ich da spiele, dann wenn ich Heiler spiele, dann achte ich nicht so auf die KD, sondern ich gehe wirklich so, dass ich meinen Teammates helfen kann, schieb hin, schieb da und so. Das ist halt das Coole mit dem Heiler, kannst du echt ganz schnell zu den Gegnern dich hinschweben und denen wieder Heilung oder Unterstützung geben. Gibt am Anfang des Spiels nicht auf, denn jeder Charakter erfordert ein bisschen Zeit, bis ihr den wirklich spielen könnt. Deswegen guckt, was ihr so gerne spielt. Zum Beispiel ich spiele gerne Supporter, deswegen habe ich einfach mal Heiler genommen. Und guckt, was ihr spielen könnt, beschäftigt euch mit eurem Charakter, guckt, was er für Fähigkeiten hat, was er für Supers hat, weil jeder Charakter hat nochmal seine eigene Super, die er dann von Anfang an, also standardmäßig auf Y zünden kann. Aber das ist auch so eine Sache, ihr könnt nämlich zum Beispiel für jeden Charakter eure eigene Controller-Belegung machen. Das heißt, ihr könnt jede Taste einzeln ändern, so ähnlich wie beim PC. Also ihr geht zum Beispiel drauf, Fähigkeiten XY, dann geht ihr drauf und ihr möchtet diese Fähigkeiten auf RB. Dann drückt ihr den RB-Knopf und diese Fähigkeit ist auf RB. Und das ist halt richtig cool, weil ihr könnt dann euren Charakter richtig gut anpassen, so dass ihr, sag ich mal, sehr gut damit spielen könnt. Ja, weil jeder Charakter ist ein bisschen anders, hat andere Fähigkeiten. Zum Beispiel der Soldier, den man im Tutorial spielen darf, der hat so eine Fähigkeit zum Sprinten. Also er kann normal laufen und kann sprinten, so ähnlich wie bei Rainbow Six zum Beispiel. Und das Problem ist aber, das Sprinten ist auf den LB-Knopf. Und das ist halt irgendwie richtig schwul, wenn du dann mit dem Stick losläufst und dann nochmal den LB-Knopf drücken musst. Und du musst ihn zwar nicht halten, aber musst ihn halt kurz drücken, dann sprintest du erst. Und dann hörst du auf, wenn du wieder sprinten willst, musst du wieder erst den Stick nach vorne drücken und dann den LB-Knopf. Es macht halt viel mehr Sinn, wenn man diesen LB-Knopf auf den linken Stick macht. Also LS heißt das dann, glaube ich. Ja genau, LS, wenn man den auf den linken Stick macht, so dass man ihn zum Beispiel reindrückt und dann hat man Sprinten aktiviert, dann ist es ganz normal wie bei anderen Games auch, wie COD oder Rainbow Six, dass man da einfach ganz normal damit sprinten kann. Und so ist es halt für jede andere Klasse auch, also es macht wirklich Sinn, sich mal damit zu beschäftigen und die Controller-Belegung dann für jeden einzelnen Helden einstellen. Ihr könnt natürlich auch für alle Helden gleichzeitig eine Taste ändern, zum Beispiel wenn ihr unbedingt irgendwie jede Super auf Steuerkreuz nach unten haben wollt oder sowas, dann könnt ihr das auch für alle Klassen gleichzeitig machen, ohne dass ihr jede Klasse einzeln eintippen müsst. Also das finde ich nochmal ein richtig gutes Feature von diesem Game. Und ansonsten viel mit eurem Charakter beschäftigen, gucken, ob ihr damit auch wirklich spielen könnt und ob ihr damit eurem Team hilft oder nicht. Was ich auch noch richtig cool fand, dass am Ende jeder Runde wird zum Beispiel vier Karten präsentiert. Da steht dann, wenn du als Heiler spielst, 400 Punkte, verursachte Heilung sind 26% des Teamschadens. Ja, dann ist irgendeine andere Karte und da steht dann zum Beispiel eingefrorene Gegner, Gesamtzeit eingefroren von den Gegnern. Also wenn du als diese Frost oder wie die heißt da spielst. Und du kannst halt dann am Ende als Spieler kannst du dann liken,
kannst du halt entscheiden, welche Karte du likest und kannst sozusagen dann entweder deine Teammates oder die Gegner sozusagen pushen oder belohnen. Hier zum Beispiel, wenn ein Gegner irgendwie voll die coole Killstreak gemacht hat oder sonst irgendwas, dann könnt ihr alle den Typen ein bisschen pushen, so sein Ego pushen. Oder ihr macht natürlich euren Supporter oder so. Zum Beispiel, wenn der Supporter irgendwie 30% des Teams Schadens wieder geheilt hat, und ich meine, das ist schon echt enorm, dann hat euch ohne Ende geholfen, dann könnt ihr ja den pushen, so dass er sich gut fühlt. Ja, er war nützlich, ja, hier hast du ein Like und so. Na, ist ein ganz cooles Feature und so. Ist echt, echt nicht schlecht überlegt. So. Fand ich cool. Ja, das Game hat unter anderem auch viele kosmetische Sachen, man kann verschiedene Siegerposen machen, man hat verschiedene Skins für seinen Charakter, also für seine Helden, man kann sprayen auf die Wände und so sein Logo sprayen, und das kriegt man alles aus solchen Boxen, die man sich irgendwie erspielt. Wie man sie sich erspielt, habe ich auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, wenn man sich die Boxen erspielt, wenn man irgendwie eine Sache doppelt bekommt aus den Boxen, dann kriegt man statt dieser doppelten Sache, kriegt man so eine Währung, also Ingame-Währung, und diese Ingame-Währung kann man dann mit dieser Ingame-Währung kann man dann sich andere Sachen kaufen, die man sozusagen noch nicht hat. Das finde ich ganz cool gemacht. So. Da vermeidet man halt diese Sachen, dass man halt immer wieder doppelt das ganze Zeug bekommt und dreifach und sowas. Das ist auch ganz cool gemacht. Ja, ansonsten sehr gelungener Shooter. Am Anfang habe ich gedacht, das ist eher was für Casuals, aber ist es halt gar nicht, weil du musst halt wirklich echt gut im Team zusammenspielen, weil sonst werdet ihr zerstört. Ich hatte auch schon mal echt Teams, wo wir einfach wirklich, wir sind nicht aus dem Spawn rausgekommen. Da kannst du machen, was du willst, da kannst du heilen die Leute, was du willst. Den Waffen, du kommst einfach mit den Leuten nicht aus dem Spawn raus. Das ist echt schlimm. Ich habe auch gehört, da kommt ein Rangmodus mit ins Spiel, und ja, dann macht es halt richtig viel Spaß. Das ist dann so wie bei Rainbow ein bisschen, dass man dann so aufsteigt und dann sagen kann, hey, guck, ich bin, keine Ahnung, Gold, Silber, was auch immer. Ich weiß nicht natürlich, wie die Ränge dann aussehen werden. Und ja, ich habe mir auch angeschaut, wie viel das Game kostet. Im Store kann man es sich für 70 Euro vorbestellen. Ja, für mich persönlich ist es echt too much für so ein Game. Ich würde 40 Euro würde ich bezahlen, 50 vielleicht noch, und ja, aber auch nicht mehr. Ich werde ein bisschen warten und mir das Game später holen, wenn es ein bisschen günstiger geworden ist, denn ich habe keine Lust, 70 Euro dafür zu bezahlen. Aber es hat mir dennoch Spaß gemacht, das Spiel, und ich würde es gerne mal haben, weil so als Abwechslung zu Rainbow ist es gar nicht mal so schlecht. Denn hier muss man nicht unbedingt so Sound holen, man kann einfach nur ein bisschen Musik anmachen im Hintergrund und mit seinen Freunden im Team einfach mal bisschen bashen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und wenn ihr die Beta auch gespielt habt, dann schreibt doch mal eure Eindrücke zu diesem Game in den Kommentaren. Würde mich halt gerne mit euch unterhalten drüber, was ihr halt so davon denkt von diesem Spiel und ob es euch gefallen hat. Jo, ansonsten, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.